komme gerade aus der Vorlesung und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe einfach 0,0 mitgenommen und es ist nichts hängen geblieben. Irgendwie ist es ganz schön ernüchternd. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und vielleicht kennst du eine ähnliche Situation. Bei mir war es schon ein bisschen her, als ich in die letzte Vorlesung ging, weil trotzdem kenne ich diese Situation nur zu gut und du vielleicht auch, dass du aus der Vorlesung kommst und das Gefühl hast, es hat einfach nichts gebracht und du hast einfach nichts mitgenommen und es war verschwendete Zeit. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Ich möchte dir ein paar Sachen mit an die Hand geben, ein paar Gedankenanstöße mit auf den Weg geben, ob für dich Vorlesungen Sinn machen oder ob du vielleicht die ein oder andere Vorlesung erst gar nicht besuchen brauchst. Ja, und ich kenne es nur selbst so gut aus meinem Biostudium und dann später auch aus dem Humanmedizinstudium, dass es einfach ja sehr nüchtern sein kann, wenn man aus der Vorlesung kommt und mehrere Stunden vielleicht die Vorlesungen besucht hat und das Gefühl hat, man hat einfach nichts mitgenommen und ist eher geblättet von der ganzen Stoffmenge und Stofffülle. Und deswegen möchte ich dich heute mal dazu anregen und motivieren, für dich mal zu überlegen, ob für dich wirklich Vorlesungen Sinn machen. Ja, und du kennst es sicherlich auch selbst, dass oft didaktisch die Vorlesungen nicht besonders gut sind, oft wirklich nur Frontalunterricht existiert und irgendwelche Folien aneinander geklatscht werden, oft mit schlechten Grafiken und Übersichten und so weiter. Und ich möchte dich mal ermuntern und dazu auffordern, einfach mal wirklich für dich ehrlich zu hinterfragen oder dich zu fragen, machen für dich die Vorlesungen, in die du aktuell vielleicht gehst, wirklich Sinn oder ist es für dich wirklich eher Zeitverschwendung? Ja, und bevor ich dir oder euch noch ein paar Tipps und Impulse mit auf den Weg geben kann bezüglich Vorlesungen, Besuchen, ja, nein und so weiter, wollte ich ja gern erzählen oder berichten und es kann vielleicht auch für dich inspirierend sein, wie ich damals in meinem Medizinstudium vorgegangen bin bezüglich Vorlesungen, Besuchen und so weiter. Und ich bin da, glaube ich, ein bisschen extrem. Ich hatte Phasen, da bin ich wirklich so gut wie in keine Vorlesungen gegangen, nur wirklich in die Pflichtveranstaltungen, Praktika und so weiter und bin damit dann trotzdem relativ gut gefahren. Ich habe es dann auch so teilweise gemacht, anstatt in die Vorlesungen zu gehen, habe ich einfach das entsprechende Thema so aufgearbeitet, indem ich dann das Thema wirklich schon gelernt habe, zum Beispiel indem ich dann Gedächtnispaläste gebaut habe und verschiedene Lerntechniken schon an diesem Lerninhalt quasi angewandt habe. Ja, und falls du jetzt sagst, okay, die ein oder andere Vorlesung lasse ich sausen, ich gehe nicht in jede Vorlesung, was kannst du stattdessen tun? Und ich habe es dann oft so gemacht, ich habe dann gewartet, bis die Vorlesungsfolien da waren und habe die dann ein bisschen, sage ich mal, nach- oder aufbereitet, indem ich zum Beispiel dann mir Gedächtnispaläste gebaut habe oder wie gesagt eben dann Lerntechniken angewandt habe. Und das kann ich dir auf jeden Fall auch ans Herz legen und so habe ich auch enorm viel Zeit gespart, dass du dir zum Beispiel entweder selbst Gedächtnispaläste baust oder zum Beispiel Gedächtnispaläste, die wir zu den entsprechenden Themen hier auf YouTube zum Beispiel schon gebaut haben, zur Beta-Oxidation, zum Citratzyklus, zu den Aminosäuren und so weiter, dass du dir anstatt eine Vorlesung zu besuchen lieber so ein Video anschaust oder dir einen Gedächtnispalast baust oder vielleicht mit den Videos aus unserem Online-Lernpaket lernst. Weil ich habe damals gemerkt, wenn ich eine Stunde in der Vorlesung war, habe ich bei Weitem nicht so viel wirklich effektiv gelernt, als wenn ich mich daheim hingesetzt habe, mir einen Gedächtnispalast gebaut habe oder mit entsprechenden Lerntechniken gearbeitet und gelernt habe, weil du hast dann nicht eine Stunde, wo du nichts mitnimmst, sondern du hast eine Stunde, wo du wirklich das Wissen schon abgespeichert hast und nicht irgendwie mal ein bisschen was davon gehört hast. Und darum geht es ja im Studium, dass du wirklich die Sachen abspeicherst und dir einprägst und lernst und nicht, dass du von irgendwas berieselt wirst, wo ja, dir letztendlich eh nichts bringt. Ja, ich habe wirklich zum Teil nur die Pflichtveranstaltungen besucht, vielleicht mal die ein oder andere Vorlesung, aber es gab wirklich Phasen, da habe ich nur einfach die Pflichtveranstaltungen wahrgenommen und besucht, weil ich dann nebenher meine Hobbys nachgegangen bin. Wir haben währenddessen schon dann mit Happy Hippocampus angefangen und Happy Hippocampus gegründet und aufgebaut und habe dann nebenher noch Sport und so weiter gemacht und habe dann die Zeit anderweitig genutzt. Aber, und den Tipp möchte ich dir auch an die Hand geben, falls du sagst, okay, die Vorlesung macht vielleicht für dich wirklich nicht so Sinn, dass du einfach die Zeit nutzt und dann schon Lerntechniken, zum Beispiel dir irgendwelche Gedächtnispaläste zu den entsprechenden Themen, die in der Vorlesung behandelt worden wären, einfach schon anwendest an dem Lernstoff und dann so die Sachen dir wirklich schon da oben abspeicherst und einprägen kannst und nicht in der Vorlesung sitzt, die Sachen zwar hörst, aber wie auch in meinem Fall dann meistens einfach nichts mitnimmst. Und das Ganze jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich will nicht sagen, du sollst jetzt in keine Vorlesungen mehr gehen, denn es gibt wirklich richtig, richtig gute Vorlesungen, die einem auch wirklich was bringen,
die mir ja einfach super sind, die Dozenten oder Dozentinnen einfach ja hervorragende Arbeit leisten. Aber ich will dich nur dazu auffordern, mal dich zu hinterfragen, machen denn die Vorlesungen, in die du aktuell gehst, überhaupt Sinn? Denn oft habe ich selbst bei meinen Kommilitonen oder Kommilitoninnen erlebt, die sind zum Beispiel einfach, weil so ihre Routine war, in die Vorlesung gegangen, weil man es vielleicht von der Schulzeit noch kennt, dass man ja, wenn Veranstaltungen sind, dahin muss oder hingeht. Man hat vielleicht auch Angst, das ein oder andere zu verpassen und so weiter. Gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum du vielleicht in die Vorlesung gehst. Und da macht es in meinen Augen einfach mal Sinn, sich wirklich ehrlich und offen zu hinterfragen. Braucht das, dass ich in die Vorlesungen weiterhin gehe? Welche Vorlesung kann ich mir vielleicht sparen und effektiver nutzen? Denn wie du sicherlich auch weißt und schon selbst erlebt hast, im Medizinstudium hat man einfach nicht so viel Zeit oder sehr wenig Zeit oder für zumindest die Stoffmenge relativ wenig Zeit. Von daher kannst du dir vielleicht schon enorm viel Zeit sparen, indem du vielleicht die ein oder andere Veranstaltung oder Vorlesung dann gar nicht besuchst. Und das vielleicht für den Ausgleich, für deine Hobbys verwendest oder vielleicht, um die Sachen irgendwie schon zu lernen, dass du die auch abgespeichert hast und nicht nur dich in der Vorlesung beriesen lässt. Ja, und vielleicht hast du auch einen ganz anderen Grund. Das ist natürlich auch okay, wenn du vielleicht die Vorlesung gar nicht wegen den Lerninhalten besuchst, sondern vielleicht um Freunde, Freundinnen zu treffen. Mehr so diesen sozialen Aspekt ist natürlich auch ein Grund und macht natürlich dann auch Sinn, in die Vorlesung deswegen vielleicht zu gehen. Und deswegen möchte ich dir den einen Tipp geben. So habe ich selbst damals auch in meinem Medizinstudium gemacht und so kannst du es vielleicht auch machen, dass du zu Beginn von dem Semester einfach mal die Vorlesung ein, zweimal besuchst, schaust, macht es Sinn für dich, nimmst du was mit und wenn du dann aber siehst, puh, irgendwie, es bringt wirklich gar nichts oder echt nur sehr wenig, dann kannst du ja sagen, okay, die streiche ich aus meinem Stundenplan für dieses Semester und besuche oder gehe nicht in die Vorlesung und besuche dann eben diese Vorlesung nicht. Und damit bin ich immer ganz gut gefahren. Oft ist es auch so, und das kannst du auch machen, vielleicht Kommilitonen oder Kommilitoninnen aus den höheren Semestern fragen und die wissen oft schon, oh, wie es bei dem Prof ist, wie ist die Vorlesung, ist vielleicht die Vorlesung auch echt klausurrelevant und es gibt vielleicht gar nicht alle Inhalte oder Folien, die man sich runterladen kann. Es werden dann Sachen gefragt, die vielleicht nur in der Vorlesung kommen. Das spricht dann auch wieder dafür, vielleicht dann doch die Vorlesung zu besuchen. Manchmal war es auch so, dass man Freunde oder so hatte, die eh Zusammenfassungen geschrieben haben und man hat sich die dann untereinander ausgetauscht oder es gibt vielleicht schon irgendwelche Zusammenfassungen und Skripten zu den Folien auch nochmal, was der Prof eben gesagt hat und nicht vielleicht auf den Folien stehen, die dann hochgeladen werden. Und so kann man manchmal auch mit so Zusammenfassungen von anderen ganz gut lernen oder vielleicht gibt es es schon von höheren Leuten oder von Leuten aus höheren Semestern, die das schon vielleicht mal gemacht haben und zur Verfügung stellen. So kann man sich dann eben auch Zeit sparen, indem man vielleicht dann mit sowas arbeitet, anstatt direkt ja, die Vorlesung zu besuchen. Ja, ein weiterer Aspekt, der zumindest bei mir zugetroffen hat, war, da ich doch zum Teil relativ spät noch gelernt habe oder mich an den Schreibtisch gesetzt habe und eine Vorlesung, die um 8 Uhr angegangen ist oder vielleicht um 9 Uhr, für mich dann schon relativ früh war. Und ich habe dann für mich gemerkt, ich habe mich dann manchmal rausgequält aus dem Bett und war dann in der Vorlesung gesessen, aus der ich vielleicht dann gar nicht so viel mitnehmen konnte. Und habe dann aber gemerkt, wenn ich dann später Mittag, Nachmittag, Abend noch was lernen wollte, dass ich einfach so platt und groggy und fertig irgendwie bin, weil ich einfach so früh aufgestanden bin und nicht wirklich ausgeschlafen war und dann einfach viel weniger dann auch später am Schreibtisch viel weniger aufnahmefähig war und schlechter lernen konnte. Und das hat sich so dann durch den ganzen Tag gezogen. Und somit haben dann Vorlesungen, die eben schon recht früh waren, ja auch so nochmal einen negativen Effekt gehabt auf den Tag. Das war dann auch ein Grund, warum ich manchmal gesagt habe, boah, ich stehe jetzt nicht früh auf und habe dann lieber, bin ausgeschlafen, habe die Energie für den restlichen Tag und kann das dann effektiver nutzen. Ja, und wie gesagt, mit dem Video will ich dich einfach mal motivieren und anregen, dich einfach mal zu fragen, gehe ich vielleicht nur einfach so aus der Routine in die Vorlesungen? Macht es für mich wirklich oder für dich wirklich Sinn, in die Vorlesung zu gehen? Und entscheide dann, wenn du sagst, ja, es macht Sinn, mir macht Spaß, auch andere Leute zu treffen, dann ist es natürlich auch okay. Aber vielleicht kannst du dadurch, dass du das dich mal offen fragst, die ein oder andere Stunde herausholen und an Zeit sparen im Studium, weil du sagst, boah, ich lasse jetzt wirklich mal ein paar Vorlesungen sausen, weil es mir einfach nichts bringt. Und genau. Ja, und wie gesagt, ich will da keinen zu nahe treten. Es gibt echt tolle Dozenten und Dozentinnen, die einen super Job machen. Und ich wollte dich da jetzt auch nicht dazu animieren, irgendwelche Pflichtveranstaltungen sausen zu lassen, sondern natürlich nur Vorlesungen, die nicht Pflicht sind. Aber ich glaube, du weißt ja, wie es gemeint ist. Ja, und wenn dir dieser kleine, ja, Impuls oder kleine Motivation oder Gedankenanstoß gefallen hat, lass gern Daumen nach oben da. Und viele von euch haben den Kanal noch gar nicht abonniert, also gerne hier Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren.
Und außerdem würde mich jetzt mal interessieren, wie stehst du zu den Vorlesungen? Bist du jemand, der in jede Vorlesung geht, in gar keine Vorlesung oder nur manche Vorlesungen besuchst? Würde mich mal interessieren, lass es mich mal wissen in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn du sonst Themenvorschläge hast, zu welchen Themen ich sonst noch hier Videos machen soll und aufnehmen soll, lass mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und mach's gut. Ciao.